Hallo zusammen, BDT-Tanztrend sind zu Ende gegangen. Ihr habt tolle Figuren gelernt, ob Cha-Cha, Rumba, ob Bachata, auch Disco Fox bei mir. Und die Figur, die wir gemacht haben, möchte ich euch gerne nochmal zeigen, damit ihr so ein bisschen nacharbeiten könnt, beziehungsweise für die Trainer, dass ihr sie habt für eure Schüler zum Unterrichten. Die Figur hieß Paternoster und sah folgendermaßen aus. Wir hatten eine Doppelhandhaltung, wir haben einen Grundschritt getanzt, einen Bauchstreicher, die Dame hat zurückgedreht. Anschließend die Dame in einen eingedrehten Swing, einen schönen Arm nach vorne, Dame ausgeführt, Doppelhandhaltung, rechten Arm in den Nacken, in eine Schattenposition, Sidestep. Schließen, schließen, Sidestep, linker Arm ging runter, rechter Arm folgte und dann wieder hoch. Wie hat ein Paternoster funktioniert? Hatten wir ein 1, 2, Sidestep. Die Dame dreht raus, 1, 2, jetzt geht ein Vorplatz. Der läuft rückwärts, die Dame vorwärts, der rechte Arm geht über den Kopf bis Herren. Anschließend läuft die Dame jetzt einfach zwei Grundschritte, beziehungsweise einen Grundschritt nach vorne, der Herr dreht links herum, geht den linken Arm hoch, in einem 1, 2, 3, 4. Hier so eine Art Volta, perfekt für den Mann, schön den Körper zur Dame halten, die Dame dreht rechts raus, der Herr macht einen Liegestritt und die Figur ist fertig.